Kati Alavarado sagt, sie sei verzweifelt. Die Frau aus Venezuela steht hier mit anderen Protestierenden an der Grenze zu Kolumbien, nahe der gesperrten Tienditas-Brücke, und wartet auf von der US-Führung versprochene Hilfsgüter, die von der kolumbianischen Seite her herüberkommen sollen. Wir brauchen dringend Impfstoff, der ist sehr teuer. Eine Patientin braucht die Medizin ganz dringend. Sie könnte sterben. Ich tue das nur für sie. Wir haben kaum zu essen. Wie sollen wir uns da die teure Medizin leisten können? Die humanitäre Hilfe sollte uns erreichen. Herr Präsident Maduro, wir sterben, Familien sterben. Die Spannung scheint weiterhin hoch, hier an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien. Erste Lastwagen mit Gütern aus den USA, wie Lebensmittel und Medizin, sind in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta eingetroffen. Vorerst scheinen sie nicht weiter voranzukommen. Die Brücke Las Tienditas, hier war 2016 fertiggestellt worden, wurde aber bisher wegen Konflikten zwischen der rechtsgerichteten Regierung Kolumbiens und der linksgerichteten Regierung Venezuelas nicht genutzt. Nun halten Sicherheitskräfte Venezuelas die Brücke mit zwei Containern und einem Lastwagenanhänger gesperrt. Der unter Druck geratene Präsident Nicolas Maduro sagt am Donnerstag Ortszeit vor Unterstützern in der Hauptstadt Caracas: Wegen unserer riesigen Ölressourcen, Mineralien und anderer Bodenschätze versuchen unsere Kritiker Druck aufzubauen in Verbindung mit einer internationalen Koalition, angeführt durch die imperialistische Regierung der Vereinigten Staaten. Sie hoffen auf einen Akt des Irrsinns, wollen uns militärisch angreifen unter der falschen Rechtfertigung einer humanitären Krise, die gar nicht besteht. Sein Gegenspieler in Venezuela, der Oppositionsführer und selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaido, hier Archivbilder, machte erneut deutlich, dass er vom Militär erwarte, die Transporte aus den USA nach Venezuela hineinzulassen, sich von Maduro loszusagen und sich seinem Lager anzuschließen.